war es soweit. Über 200 geladene Gäste und ein großer Anhang der Medienwelt betraten zum ersten Mal das neue Stage-Theater im Hamburger Hafen. Wer natürlich das Pokerface gewohnt ist in der Politik, braucht man das öfter. Er weiß, glaube ich schon, um welches Musical es sich handelt, aber ob er es uns verraten wird, bin ich mir nicht so sicher. Der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz. Herr van den Ende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, ich behalte es noch für euch. Das konnte er aber nicht lange, denn kurz darauf war klar, das Wunder von Bern wird das erste Musical im neuen Stage-Theater. Auch ein kurzer Rundgang mit dem Architekten war bereits sehenswert. So konnte man unter anderem aus den großen Fenstern in der Front die zukünftige Kammerphilharmonie Hamburgs sehen. Das Wunder von Bern erzählt vor dem Hintergrund der Fußballweltmeisterschaft 1954 eine bewegende Vater-Sohn-Geschichte. Nach dem Film von Sönke Wortmann feiert das Wunder von Bern im neuen Stage-Theater im Hamburger Hafen seine Premiere im November diesen Jahres. Karten sind ab sofort erhältlich und wer nicht warten kann, kann das neue Stage-Theater gern schon mal von nahem betrachten.